Hallo liebe Waage, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es in der zweiten Februarhälfte bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar befindet sich der Link zu den häufigsten Fragen, der Link zu deiner Jahreslegung für 2021 und der Link zur Übersicht aller Tarotkarten, die ich hier einsetze. Nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Okay? Waage, in der zweiten Monatshälfte habe ich das Gefühl, dass du, oh Wunder, einen sehr klaren Verstand haben wirst. Wow, was für eine Vorhersage. Ich meine, du, Waage, bist sowieso schon ein Logiker, oder? Aber ich habe das Gefühl, dass du im Februar mit einer Situation konfrontiert bist, die sehr bewölkt ist, ja, sehr bewölkt, neblig, unklar. Und du diese eine Stärke sehr gut einsetzen wirst. Ja, ich sehe regelrecht so Schwerter aus Wolken rauskommen. Aus einer virenbenebelten Sache holst du die genau richtigen Infos raus, habe ich das Gefühl. Das ist wie wenn ich dir 1000 verschiedene Wörter präsentieren würde, ja, aber wirklich so total banale Wörter, Glas, Wand, Tuch, Buch, Creme, 1000 verschiedene Wörter und du zack, 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 sofort die wichtigsten Wörter raussuchen würdest. Ja, ich gehe mal direkt zur Legung rüber, bin mal gespannt, worum es hier geht. Also natürlich Statistiker, ihr werdet ziemlich glänzen in eurer Arbeit nächste Woche. Weil da geht es ja darum, dass man aus vielen, vielen Informationen so die wichtigsten zusammenfasst, ja. Schauen wir mal. Eine Karte bitte für Waage vom 15. bis 28. Februar 2021. Page der Münzen. Okay. Ein neues Tor, das sich dir öffnet, eine neue Gelegenheit, ein neuer Job, ein neuer Mensch, eine neue Beziehung, ein neues Hobby, neu, 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 neu. Page der Münzen steht grundsätzlich dafür, dass sich eine neue Türe in deinem Leben öffnet, ja? Eine neue Türe. Und okay, deswegen bist du auf Informationssuche. Gut. Bei einigen sehe ich hier, dass ihr über einen neuen Menschen in eurem Leben mehr Infos haben wollt. Okay? Vier der Kelche. Waage, du willst nicht, dass das Gleiche passiert wie damals. Was ist damals? Damals ist das, was dir als erstes jetzt in den Sinn kommt. Da ist mal irgendwas passiert, weil du nicht genug Infos hattest, es nicht genug beobachtet hattest, okay? Weil das Interessante ist, ich sehe dich nicht irgendwie stalken oder Infos holen oder ähnliches. Ja, sowas sehe ich eher bei Skorpion. Die sind ständig am stalken. Sorry, Skorpion. Weil was ich gesehen habe, war diese Wolke, ja, dieser Nebel und die Schwerter kamen daraus. Das heißt, du betrachtest das, was du in Sicht hast und nimmst daraus die Infos. Ja? Und letztes Mal sagst du, nicht letztes Mal, damals sagst du, habe ich das nicht lange genug gemacht. Ich musste warten, bis alle Schwerter rauskommen. Dieses Mal werde ich das tun. Ich werde darauf warten, dass aus dieser Wolke, aus diesem Unklaren da, alle Schwerter rausgekommen sind. Okay. Sieben der Schwerter. Das ist jetzt eine ziemlich interessante Herangehensweise, Waage. Okay, du willst die Sache beobachten, bis ein erster Fehler geschieht. Okay, so wie es aussieht,
lief es letztes Mal so, dass du beobachtet hast, die Infos hast du so aufgenommen, herausgepickt und zack, 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 so eine Checkliste mit all den positiven Punkten, nach denen du Ausschau hältst, abgehakt hast. Und dann hast du gesagt, doch, ist gut. Und dann bist du gestartet, ja, in diese neue Perspektive, diese neue Türe da. Und dann hast du einen Fehler deines Gegenübers erlebt und warst dann enttäuscht über deine Analyse. Dieses Mal sagst du, beobachte ich, bis ein erster Fehler geschieht, damit ich auch in Bezug auf Fehler eine Info habe. Das ist sehr gut, weil es muss ja auch Fehler haben. Ja? Und der Umstand, dass man sich nur auf positive Punkte auf der Checkliste konzentriert, könnte dafür sorgen, dass man andere Möglichkeiten nicht in Betracht zieht. Dabei muss man ja auch eine Risikoanalyse machen. Eine Risikoanalyse machst du dieses Mal, indem du einfach einen ersten Fehler zuerst sehen möchtest. Okay. Bei solchen Dingen muss man aufpassen, dass man sich nicht zu sehr drauf vernarrt. Ja? Vor allem, falls es hier jetzt um die Liebe geht und ihr in der Verliebtheitsphase seid, vage, dann kannst du es ja gar nicht sehen. Ja, echt, dieser Mensch wird seine Socken rumschmeißen und du wirst das süß finden. Dabei ist das, hä, etwas, das du später als Fehler sehen könntest. 9 der Münzen. Solange ich hier nicht einen ersten Einblick drauf habe, was mich Negatives erwartet, werde ich meine Unabhängigkeit wahren, sagst du. Okay. Gut. 2 der Schwerter. Und erst dann werde ich eine Entscheidung treffen. 7, 2 macht 9 und hier 9 der Münzen. Erst wenn ich gesehen habe, wie die Fehler aussehen bei meinem Gegenüber, dann erst werde ich eine Entscheidung hier machen, hin zu 10 der Münzen. Okay? Du willst zum Beispiel, du willst, das ist interessant, weil normalerweise schaut man ja nach den Stärken, aber du sagst, nein, ich will Stärken und Schwächen sehen. Ich will sehen, was die andere Seite hier ist. Gut. Der Eremit. Soll ich dir was sagen, Jungfrau? Wir haben Waage, Entschuldigung, Waage ist die Jungfraukarte, deswegen hat es mich abgelenkt. Du bist hier bei 9 der Münzen und wirst bei 9 der Schwerter, wirst du eine Entscheidung machen hin zu diesem neuen Typ, neuen, neu, neuer. Hin zu dieser neuen Gelegenheit, ja, dieser Türe, die sich dir neu öffnet. Waage, 9 der Münzen, 9 der Schwerter, das sind kleine Arkanas. Ich spüre hier dein Gegenüber mit dem Eremiten, das ist die 9. große Arkana. Bei einem Eremiten musst du dir bewusst sein, dass ein Mensch ist, der, wie soll ich das beschreiben? Der Eremit ist nicht einer, der sich groß freut. Der Eremit ist nicht einer, der groß traurig ist. Der Eremit ist nicht jemand, der sich zu sehr begeistert oder irgendwie sehr wütend wird oder so, ja, so das manisch-depressive, das man in der Gesellschaft sehr oft ein bisschen hat. Ich meine, wer freut sich schon nicht ab etwas? Das haben Menschen wie Eremiten nicht, ja, weil die Sache ist ja die Emotionen können so gehen, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Und je ausgeglichener man ist, je weiser man ist, je mehr man Eremit ist, passieren diese Dinge hier gar nicht. Man ist so drauf. Das ist nicht depressiv oder so, ja, weil so das neutrale,
Verhalten, diese Neutralität der Gefühle kann ja sehr oft ein Hinweis auf Depression sein, ja. Hier geht es aber nicht um einen Hormonmangel im Kopf, ja. Bei Depressionen stimmt bei der Chemie im Kopf etwas nicht und da muss man Tabletten nehmen. Der Eremit ist so, weil er ausgeglichen ist. Okay, Waagschale, Waage, ausgeglichen. Dieser Mensch ist so, dieser Mensch ist nicht so, sondern so. Okay, und deswegen, Waage, könnte es sein, dass du hier ewig noch auf einen Fehler wartest von deinem Gegenüber. Okay? Weil ich sehe hier einen sehr weisen Menschen, also das ist die älteste Figur im Tarot, ja, der Eremit. Und der Eremit ist jemand, der im Gegensatz zum Herrscher sein Reichtum im Innern trägt. Ja, der Herrscher ist der, der sein Reichtum nach außen trägt und der Eremit trägt es im Innern. Der ist innerlich reich und ich habe das Gefühl, dass. Gib mir einen Moment. Ich habe das Gefühl, dass dein Gegenüber das Gefühl haben könnte. Ich habe das Gefühl, dass dein Gegenüber das Gefühl. Es ist spät und wenn es spät ist, kann ich nicht mehr reden, liebe Leute. Waage, dein Gegenüber könnte sich vielleicht hier denken, dass du nicht reif genug für ihn, für sie bist. Hier könnte durchaus ein Altersunterschied sein. Ja. Weil dieser Mensch hält hier die Laterne in deine Richtung. In dieser Laterne befindet sich ein Stern und der Eremit schaut hier nicht so begeistert. Ich weiß nicht, ob man es da sieht, sonst könnt ihr es googeln. Witches Tarot ist das, ja. Witches Tarot. Schreiben auf Google und Eremit eingeben, dann seht ihr seinen Gesichtsausdruck. Es ist so ein Hinhalten mit dem Wunschstern eben, in Richtung Waage und so gucken, wäre Waage ein passender Partner, eine passende Partnerin, ja, nein. Waage ist dabei, meine Schattenseite zu sehen, dabei bin ich eins. Dabei bin ich eins. Ich bin Sonnen- und Schattenseite gleichzeitig. Ist eben dieses das hier bei diesem Menschen. Kein Auf, Ab, Auf, Ab, Auf. Ja. Nix. Gucken wir mal. Waage, ich lege mit diesen Karten eine weitere Reihe, dann sehen wir, was hier passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt, ja? Dieser Mensch wird einiges verstecken, weil der Eremit steht gleichzeitig auch für das Geheimnisvolle, ja? Schauen wir mal. Da, wo ich Action sehe, Waage, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye!